Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Final Fantasy. I guess she's a champion too. Oops. I'll say, she sure punches like one. Makes you wonder what her master must be the like. Okay, wir können weitergehen. Und ihr seht, da unten haben wir eine Stadt vor uns. Juhu! Juhu! Babelregion. Wir haben es geschafft. Ich glaube auch, dass... She said her town was north of here, didn't she? Yeah. Wait, I think I can actually see it from here. Something about that place makes my fur the crawl. I don't know what it is, but it gives me the heebie-jeebies. Wer diese Stadt nicht erkennt, der hat eindeutig was in seinem Leben verpasst. Ich find's aber ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass sie die Stadt Nibelheim nennen, weil, ganz ehrlich, es ist definitiv nicht Nibelheim. Wir machen aber zuerst einen kleinen Abstecher hier rüber in diese andere Stadt. Und ja. Schauen wir mal, das ist Stadt Agatha. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich muss mal gerade mein Mikrofon richten, könnte laut werden. Moment. So, sorry. Manchmal rutscht das so ein bisschen runter. Wow, this is a charming little town. But something feels kind of, I don't know, off about it. I can't quite put my finger on what it is. Hmm. I think it might be a good idea for us to keep a low profile around here. Why's that? Because... Oh, just do it! Okay. Low profile, Tama. Okay, Roger the Wilco. So, wir bleiben im Low Profile und wir reden hier mal mit den Leuten, weil wir haben ja eben in der Cutscene, also in der vorherigen Folge in der Cutscene erfahren, dass es zwei Prophezeiungen gibt und nicht nur einmal. Eine Azurne-Prophezeiung und eine rote Prophezeiung. Und ja, Azur ist übrigens blau, für Leute, die es nicht wissen. So, hier ist doch jemand. Ach, da läuft er, okay. Why are those Yahoos in Nibelheim still refusing to join the Federation? Once you join, you just put on a good show, raise your civic rank, and you're set for life. So, wir sind also in einer Stadt, die der Zivilisation, der Föderation angehörig ist. I need to become an architect, so I can live a better, happier life. So. Ja, es setzt die Leute schon ziemlich unter Druck. Huh? What do you want? Don't talk to me unless it's really important. Ich will jetzt mal gerade was ausprobieren, weil ich nicht weiß, was passiert. Ach gut, wir haben ja kurz vorher erst gespeichert. Okay. Weil, wenn ich mich jetzt groß mache... Okay, gar nichts passiert. Ich dachte, weil sie gesagt haben, dass wir uns zurückhalten sollen. Tagebuch eines Mädchens 4. Dann wollen wir mal. So... 6. Granat Mithril 9. Heute Morgen ist Mama wieder sehr früh zur Arbeit gegangen und noch nicht wieder zurückgekehrt. Dabei ist doch heute ihr Geburtstag und wir beide wollten ihr etwas Besonderes zum Abendessen kochen. So viel dazu. Gibt es denn eine Möglichkeit, ihr die Arbeit irgendwie zu erleichtern? Sind alles im Übrigen kleine Hinweise auf das, was wohl mal passiert ist. I wish I could be friends with a kid from the next town over. But my mom says I can't because their town hasn't joined up with the Federation. I wish I could be. Na schon. My mom said I should never talk to people from places that aren't part of the Federation. Und du noch. Guess what? My dad's an architect. Isn't that just the coolest? Okay. Let us pray together for the day the Crimson Prophecy is fulfilled. Crimson ist, glaub, ganz gut übersetzt mit Blutrot. So. This is a sacred place. None may enter without authorization. Azur ist ja mehr so ein Himmelblau und Crimson ist halt mehr so ein Blutrot. The path to true happiness lies with the Crimson Prophecy. Und wir werden jetzt halt mal herausfinden, oder versuchen jetzt herauszufinden, was die bessere ist.
ist halt nur, ich finde das halt interessant, so machen wir mal zwei Prophezeiungen, irgendeine wird schon stimmen, vielleicht haben wir noch so 20, 30, irgendwas wird ja passieren. Are you working towards becoming an architect too? Was passiert, wenn ich jemanden in einer großen Form anspreche? Hm. Nö, auch nicht, okay. Ich dachte, die wundern sich dann vielleicht mal oder so. Aber gut, in der Föderation sind ja auch alle groß. Den sprechen wir als letztes an. Ich glaube, der hat einen Auftrag. I'll be as fine a Bahamutian soldier as any. Just a little longer. So? My husband's been acting really strange lately. He's always so distracted and he never seems to hear anything I say to him. Das ist eigentlich Standard bei Männern. I just moved to this town recently. It's nice here, but something about it just doesn't sit well with me. Es ist zu ruhig hier und zu brav. Ich glaube, das ist so das Problem. So, dann nehmen wir mal den hier. Ach, was denn hier? Untersuchen. Rote Prophezeiung 4. Begleitet von ihren Miragen werden die Auserwählten die vier Schlüssel in ihren Besitz bringen. Um vom Kristallturm sollen sie zum Himmel aufsteigen, wo Gott ihnen das Geschenk der Ewigkeit machen wird. Okay, dann muss es hier mehrere davon geben. Hey, did you know about the nimble mirages living in the desert? They're really fast. I'd really like to run a race against them one of these days, but, well, they're mirages, right? I don't want to start a race with them only to have them attack me, so I was hoping you could check out how strong they are for me first. Oh, they're called cactuars. If you can defeat a handful of them for me, then I'll be able to tell how strong they are. Ja klar. So. Dann gucken wir mal, wo hier noch so Bücher rumliegen könnten. Vier haben wir ja gefunden. Also Nummer vier haben wir gefunden. Da liegt noch eins. Drei. 2-3. Rote Prophezeiung 2-3. Doch keine Angst, sobald Grimoires Zerstörung durch das dämonische Duo droht, wird sich sanft aber bestimmt ein leuchtendes Symbol des Friedens für das Volk erheben. Diese Frau wird mit ihren heiligen Kräften den Pfad zur Erlösung öffnen und drei Boten aus dem Land der Götter in diese Welt holen. Das dämonische Duo wird machtlos sein gegen die Boten. Sein Körper und sein Geist werden zerbrechen und in einem weit entfernten Gefängnis wird es einen ewigen Schlaf antreten. Gut, ich meine, das ist doch schon passiert, ne? Das hat doch die Mutter von den beiden hier schon erledigt. Rote Prophezeiung 2-2. Das dämonische Duo wird in Grimoire erscheinen und wird mit ihnen wird das Chaos Einzug halten. Sie werden beispielloses Unheil entfesseln, das die Welt in nur einem Augenblick verzehren wird. Unfähig, diesem Treiben Einhalt zu gebieten, wird die Welt dem Untergang entgegengehen und verzweifeln. Wir lesen sie gerade rückwärts. So, noch ein anderes Buch hier irgendwo am Rumliegen. Weil Teil 1 hatten wir ja jetzt noch nicht. So, sieht irgendwie nicht so aus. Ich meine, vom Prinzip her wissen wir ja, worum es geht, aber dann ist die rote Prophezeiung doch eigentlich schon eingetreten. Ne? Oder sehe ich das falsch? Ich würde ja mal fast behaupten, ich habe recht. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht zu Ende gespielt. Ich weiß auch nicht mehr genau, bis wo ich gespielt habe. Das fällt mir vielleicht wieder ein, wenn wir an der Stelle sind, aber naja. So, okay. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben hier alles. Wir gehen jetzt mal hier raus. Und dann gehen wir mal nach Nibelheim. Da oben steht jemand. Ich glaube, hier gibt es auch keine Kämpfe, oder? Da hinten ist eine Höhle. Are you guys seeing this town? If you get confused during battle, you'll lose control of yourself and start lashing out at random. You might even attack your friends. You can bring a confused fighter to his senses by hitting him. But smelling salts get the job done in a much safer way. Here, I've got some I can give you. Super, ein Fläschchen Riechsalz. It makes Ninewood Hills look a humble. So, dann gehen wir mal nach Nibelheim. Chapter 11. Crimson and Azure. Hang on a sec. I don't see any chain on the place. Well, maybe they're like Cornelia, and they haven't been annexed by the Federation. Good point. Sorry, huh? Corn, what? It can't be. Nice. Great memory there. Hey there, guys.
It is you, right? Hey, super punchy girl! Hi! How are you doing, Tifa? It's so good to see you! Same here! Hey, I have to ask, what are two keepers and a mirage doing way down here in Babel? Oh yeah, I guess we never told you, did we? Oh good! I was starting to worry. What if I accidentally saved a couple of bad apples from the Bahamut army? It's weird. Why does everybody keep thinking that we're Bahamutian soldiers? I don't know. I guess they don't see many Mirage Keepers anymore, unless they're working for the bad guys. Yeah. And not just Keepers, Giants too. These days, they all seem to be fighting for Bahamut. I guess it makes sense in a way. They say the Federation conquered their homeland long ago. Dude. Still, the prophecy's a hot topic around Nibelheim. Everyone in town has heard of the Giants from the Hills. I'm not sure I like being a celebrity. Anyway, so you're looking for the Valley of Fire? Unfortunately, that's the only real clue that we've got. The Valley of Fire. Everyone knows that bit, but no one's sure which valley is the right one. What do you mean? If you're looking for fiery valleys, this region is full of them. But that's just it. Any one of those valleys could be the one the prophecy is talking about. Oh, right! I forgot there's a summoner in town doing research on the valley. She might know. Was für ein Zufall! Aber wir gehen nun mal hier durch die Gegend. Hey, ma'am. You wouldn't happen to be a giant. Oh, wow. You and your sister both? We don't meet many folks like you. Ich glaube, das hier könnte das Honeybee Inn sein. Ah, sweet memories. Das ist ein tolles Spiel einfach und ich freue mich so unglaublich auf das Remake. Hey you. You want to practice with me? Ich gehe mal weiter, das macht mir Angst. Nein, ich wollte da noch nicht hin. Ach Mist. Let me introduce the Giants from the Hills. Yeah, that's us. Hello there. I am the summoner Rydia. Hmm? Something here is not right. Something about you. Hey, you know, the way that Mirage follows you, you totally remind me of Yuna. I guess it's because you're both summoners. Huh? You mean you know Lady Yuna? Yeah, we met her, back on the Upper Continent. She was really a lot of help to us. We might not even be here if Yuna hadn't pointed us in the right direction. Oh. Well then, I suppose you can't be all that bad. There now. You hear that? These two say they're friends of Lady Yuna. That means you can trust them. For the time being, at least. So let me get this straight. You're searching for the four keys recorded in the prophecy? Yeah. We came to Babel because we heard one of the keys was hidden here, in a valley of fire. Right. But, you know, the keys are part of the Crimson Prophecy. Crimson Prophecy? So wait, you mean there's more than one version? Yes. There used to be a single prophecy, the Azure Prophecy. It only spoke of four sigils and said nothing about keys. It was much more abstract. The Azure Prophecy is heresy! This is no business of yours! Lies! Only the Crimson Prophecy is gospel! Are you a summoner or not? You should pray that fate guides you to the Crystal Tower. The Crimson Prophecy is clear. Flanked by mirages, the chosen ones shall acquire four keys. From the Crystal Tower they shall mount the heavens, where God will grant them the gift of eternity. So long as you know to look for the signs, the keys shall be found. So do as the Crimson Prophecy commands of you. Hmm? Ugh! All you hear these days is that nonsense! Yeah, no kidding. At least they're not breaking any laws or getting violent, but it's still creepy. What do those fools know anyway? The Azure Prophecy was written by the first summoner.
It's the Crimson Prophecy that came later. The whole thing is nothing but a sham. Still, that sham seems to be the prophecy folks believe in. Unfortunately so. That's why I came here to sort the truth out myself. Tell me then, why are you searching for the keys like the prophecy says? You see... So you're telling me that your mother shares the same name as Lady Luzfarna? And you're looking for the Herald's castle to find her? I get it. If you really are the giants from the hills, all you have to do is follow the prophecy, and you might wind up there anyway. Right. There's actually more to it. Someone told us we would find our family as long as we kept collecting mirages and pressing onward. Well, whatever the case, it seems the only way to prove which prophecy is true is to accompany the two of you to the Valley of Fire. In a way, you'd be accompanying me and doing me a favor. What do you mean? Oh, never you mind. So, are we ready? Are we ready? We don't even know which valley to go to. I've already figured it out. The valleys of Babel are numbered, and I believe the one we are looking for is Valley 7. All right, Placey Place, here we come. Now you're forgetting entire names? So, hier scheint noch ein Auftrag für uns zu sein. Excuse me, I'm sorry to bother you, but I was wondering if I could ask you a favor. You see, my grandson's birthday is coming up soon, and I was hoping to give him some dragon scales. Is there any chance you would be willing to bring me some? Ich hab welche. I'd be very grateful if you could. You would? Oh, thank you. That's very kind of you. Thank you. My grandson's going to be thrilled when he opens his present. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a reward. Ein Tobsuchtsamen, okay. Sehr schön. Okay, dann... Drei Erdhämmer erhalten, okay. Are you here to buy a dress? I'm sorry. But we're all out of the silk ones. Süße, süße Anspielungen. There's something dodgy about the Federation. Any town that doesn't join them, they attack with their mirages and forced to join up anyway. At any rate, as long as Soldier is here, they won't be laying a finger on this town. The Federation's mirages keep coming after this town. They won't leave us alone, but whenever they show up, that's when we step in. Azure or Crimson, in which prophecy do you place your faith? There is only one that contains the truth. Die Azurne kenne ich ja gar nicht. You would put your faith in the Azure prophecy? Blasphemers! Kann ich das nochmal machen? Azure. Mach mal rot. Yes. It is the... May the Herald's protection be ever with you. Okay. Schade, ich dachte, die gibt mir was. Now is the time to place yourself in the Federation's care. Become an architect. Achieve true happiness. Ja, sehr... Ups. Der Shinra-Konzern stellt ein. Sie sind energisch und möchten an einer besseren Zukunft mitwirken. Dann melden Sie sich bei uns. Personalabteilung des Shinra-Konzerns. Oh Gott, sind hier viele Anspielungen. Das ist ja übel. Das ist richtig übel. Also, Wahnsinn. We don't need the Federation. We can get along just fine by ourselves. Okay, und du noch? Welcome to Nibelheim. It's thanks to Shinra that this town has come so far. You see, Shinra uses volcanic energy in order to generate power. Ja, Vulkanenergie. Ach, ist das schön. Okay. Dann gucken wir mal noch gerade hier. Irgendwie in der Ecke waren wir, glaube ich, schon, gell? Was ist denn das hier? Okay. Ja gut, dann beenden wir die Aufnahme hier. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und beim nächsten Mal werden wir dann in Siebental unterwegs sein. Einer feurigen, üblen, heißen Grotte.
Und wer dabei Fieses denkt, der ist selber schuld. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.